Hi, herzlich willkommen. Nach vielen Jahren stelle ich dir mal wieder eine neue Snap-Zange vor. Und zwar die Baby Snap Heavy Duty Zange. Die ist wesentlich größer als die kleinen von Baby Snap und auch viel größer als die Camp Snap Zange. Und wie das jetzt hier damit funktioniert und welche Vorteile sie hat, das siehst du jetzt im Video. Das ist die Heavy Duty Snap Zange von der Firma Baby Snap. Und ich möchte dir da jetzt den Unterschied zu der Camp Snap Zange zeigen. Hier die zum Vergleich draufgelegt oder eben auch im Vergleich dazu die Baby Snap Zange, die kleinere. So, und da kannst du schon mal den größten Unterschied erkennen. Das eine ist nämlich hier der Griff, der wesentlich höher geht und der auch noch ein Stück länger ist. Und der allergrößte Unterschied ist hier der Durchlass. Du siehst, bei der Heavy-Duty-Zange ist der Durchlass wesentlich größer. Das heißt, du bekommst hier mehr Stoff durch. Du kannst also auch wesentlich tiefer jetzt in dein Nähstück hineingehen, um Knöpfe zu befestigen. Der Abstand ist hier auch etwas höher als bei der anderen Zange. Was ich aber besonders toll finde, das ist, wie leicht sich jetzt hier diese Aufsätze auswechseln lassen. Das hier ist noch ganz normal, so wie bisher auch. Du siehst es ja hier, bei der Campsnap-Zange ist das auch so. Du musst den Kunststoffuntersatz, der muss ausgewechselt werden, indem hier an dem Schräubchen gedreht wird, dann wird da das gelockert. Du wechselst den Kunststoffaufsatz aus, drehst es wieder zu. Jetzt muss aber in vielen Fällen der Metallstift gewechselt werden. Und das war bisher bei den Zangen immer sehr umständlich. Man musste hier diese Schraube lösen und dann den ganzen Stift auswechseln. Das ist jetzt total einfach. Und zwar musst du hier nur aufdrehen. Und dann siehst du, der Aufsatz hat einen Schraubverschluss. Und den kannst du dann wieder reindrehen. Und das Schöne ist, es gibt hierfür nämlich noch andere Aufsätze. Und zwar gibt es für die Heavy-Duty-Zange eben auch gleich einen Löseaufsatz, dieses Anti-Snap-Tool, mit dem du dann super einfach auch falsch gesetzte Snaps dann nämlich entfernen kannst. Das zeige ich dir in einem anderen Video oder im Anschluss an dieses Video. Jetzt zeige ich dir erstmal, wie du mit der Zange ganz leicht Camp-Snaps oder Baby-Snaps befestigen kannst. Ich würde immer empfehlen, gerade bei dickeren Stoffen oder Zweilagenstoff eine Ahle zu verwenden und ein Loch durchzupieksen. Dann schiebe ich den Dorn vom Snap durch, drücke schon mal den Stoff etwas an, setze mir ein Unterteil auf. Jetzt kann ich den Cap hier in den Plastikeinsatz legen und drücke einfach ganz fest zu. Jetzt ist der Dorn hier verpresst. Das gleiche mache ich jetzt mit dem zweiten, mit dem Gegenstück. So, immer den Stoff schon mal mit dem Daumen ein bisschen runterschieben. Wieder einsetzen. Feste zudrücken. Und fertig ist der Snap. Jetzt zeige ich dir aber noch, wie schnell und einfach du mit dem Anti-Snap-Tool für die Heavy-Duty-Zange falsch gesetzte Cam-Snaps entfernen kannst. Und das geht ganz einfach. Du musst hier das kleine Schräubchen aufdrehen. Dann nimmst du diesen Kunststoffeinsatz heraus und wählst dir dann den Teil aus von diesem Doppelwerkzeug hier, den du benötigst, um eben einen falsch gesetzten Snap zu entfernen. Du siehst, die passen entweder auf den Stud oder auf den Socket. So, es passt immer ganz genau hinein. Und wir nehmen jetzt einfach mal beide heraus und ich fange mit diesem hier an. Das heißt, ich setze das Metallwerkzeug einfach hier unten ein, drehe das Schräubchen wieder zu. Und jetzt brauche ich ja nur noch das Oberteil herausdrehen, das ist ja ganz schick. Und drehe dieses hier, das einen ganz spitzen Metallstab hat, drehe ich jetzt rein.
Jetzt lege ich natürlich hier meinen falsch gesetzten Snap darunter. Siehst du? Ganz genau hier auf den Cap treffen und drücke feste zu. Und du siehst, dass sich hier das Gummistück ziemlich zudrückt. Und jetzt habe ich hier schon mal das Stückchen von dem Dorn. Hier unten habe ich den falschen, das falsche Unterteil. Und du siehst, hier oben auf dem Cap ist das Löchlein. Und der ist jetzt super einfach herausgegangen. Und das machen wir jetzt auch mit dem anderen, mit dem Gegenstück auch nochmal. Das heißt, ich muss wirklich nur einmal das Unterteil auswechseln, wieder zuschrauben. Und jetzt nehme ich mir den passenden Snap hierfür. So. Ich drücke nochmal feste zu. Und voilà, auch dieser hier ist draußen und es ist ganz sauber entfernt. Du siehst, der Stoff ist nicht beschädigt. Und das ist nämlich das Tolle an dem Anti-Snap-Tool. Dieses Anti-Snap-Tool gibt es eben für diese Baby-Snap-Heavy-Duty-Zange. Es gibt es aber auch für die normale Baby-Snap-Zange. Und das passt dann sogar auf die Cam-Snap-Zange drauf. Das sind aber zwei unterschiedliche Werkzeuge. Also, so leicht kannst du damit auch falsch gesetzte Snaps entfernen.